أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد السلام عليكم lieben Brüder und Geschwister. Heute wenden wir uns euch per Online-Sohbet zu. Bevor wir mit dem Sohbet anfangen, möchten wir euch ein paar Sachen, organisatorische Sachen sagen. Wir werden jetzt jeden Dienstag und Donnerstag ein Video teilen und sonntags livestreamen wir. Möge Allah uns dabei helfen. Heute werden wir über den Gläubigen, über den jungen Gläubigen sprechen, wie er sich verhalten sollte in schwierigen Zeiten. Meine verehrten Brüder, wie ihr alle wisst, befinden wir uns in einer sehr schwierigen Situation. Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Viele Staaten versuchen, indem sie Einrichtungen zumachen, das Virus zu unterbinden. Die Staaten haben zum Beispiel Universitäten, Schulen, Kitas, öffentliche Einrichtungen alle zugemacht, damit sich das Virus nicht weit verbreitet. Auch unsere Moscheen wurden geschlossen, damit wir das Virus unterbinden können. Ich möchte heute mit euch nicht über das Coronavirus sprechen oder über die Folgen. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie wir Muslime uns in der Zeit verhalten sollten. Wir haben jetzt alle sehr viel Zeit, die wir zu Hause verbringen. Wie sollte ein junger Muslim diese Zeit verbringen? Ich möchte heute mit euch darüber diskutieren. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, möchte ich noch eine ganz kleine Sache sagen. Wie ihr alle wisst, können wir jetzt keine Gemeindezirkel haben, wir können nicht in die Moschee gehen, wir können auch keine Gebet mit der Gemeinschaft machen. Jetzt sehen wir erst den richtigen Wert dieser ganzen Sachen. Möge Allah uns es ermöglichen, wenn wir nach diesem ganzen Coronavirus, dass wir diese Sachen wieder ernst nehmen, dass wir richtig eine Wertschätzung für diese Sachen geben. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wie sollte sich ein junger Gläubiger in dieser Zeit verhalten? Er befindet sich zu Hause und hat sehr viel Zeit. Verbringt bitte eure Zeit nicht mit Internetspielen oder mit Serien. Versucht diese Zeit, die freie Zeit, die ihr habt, zu nutzen. Ich habe ein paar Sachen für euch vorbereitet, damit wir gemeinsam diese Zeit verbringen können. Das erste ist, wie ihr alle wisst, ich weiß, dass ihr alle betet. Wir beten alle 5-mal am Tag. Aber weil wir sehr viel zu tun haben in der Woche oder am Tag, wenn wir in der Schule sind oder in der Uni sind, dann fällt es uns manchmal sehr schwer, die Sunna-Gebete zu machen. Darum beten wir Fars und machen dann unsere Sachen weiter. Jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du auch deine Sunna-Gebete verrichten. Verrichte sie aufrichtig, damit du verstehst, was du sagst. Versuche jeden Tag eine kleine Sura auswendig zu lernen. Wenn es keine Sura wird, dann versuche einen kleinen Vers auswendig zu lernen. Weil der Koran besteht nicht nur aus den letzten Suren im Koran, sondern der Koran ist ein ganzes Buch. Du kannst einen Vers aussuchen, der dir gefällt. Such ihn aus, verstehe ihn, richte dich nach ihm und dann sage ihm, wenn du das Gebet machst, vor. Das zweite geht an die Schüler und Studenten. Ich weiß, ihr habt sehr viel zu tun. Die Schule verlangt sehr viel von euch. Ihr müsst für eure Prüfungen lernen, Abiturprüfungen und sonst was anderes. Für Klausuren, Hausarbeiten und dies und das. Aber jetzt befinden wir uns gerade in einer Phase, wo alles abgesagt wurde, wo du jetzt Zeit für dich hast. Ich weiß, dass du auch Interesse an Islam hast, aber wegen der Schule hast du nicht so viel Zeit gehabt dafür. Jetzt hast du die Zeit. Jetzt kannst du dich für islamische Philosophie, islamische Wissenschaft, Hadith-Terminologie, Tafsir-Wissenschaft, du kannst dir alles anschauen. Jetzt hast du die Zeit. Es gibt im Internet sehr viele Möglichkeiten, sich Wissen einzueignen. Oder ich weiß ganz genau, dass dein Vater oder deine Mutter irgendein Buch zu Hause hat, wo es um Hadith-Wissenschaften geht oder wo es um Tafsir-Wissenschaften geht. Schlage es auf und lese ein Kapitel daraus. Du hast die Zeit dazu. Nutze sie. Denn diese Zeit wirst du später nicht finden. Eine weitere Empfehlung geht an euch alle. Als ihr 16, 17 Jahre alt wart, haben eure Eltern euch zur Moschee geschickt. Ihr habt den Koran gelernt. Später, das Leben ging weiter. Arbeiten, Sport, Heirat. Vieles hat euch von der Moschee entfernt. Und automatisch habt ihr auch das Koranlesen vergessen. Viele von euch sagen bestimmt, ja, ich kann noch lesen, ich habe in der Zeit noch klein war sehr gut gelesen. Mach den Koran auf und teste es. Lass den Koran nicht alleine. Versuche diese Zeit zu nutzen, in der Zeit, wo ihr gerade frei habt, den Koran zu lesen. Wenn du den Koran noch lesen kannst, dann versuch die Tajwid-Regeln nochmal gemeinsam für dich, mit deinem Vater, mit deiner Familie zu lernen. Wie wir sagen alle zwar, wir können es, aber wir verstehen es nicht. Wenn du es kannst, wenn du es lesen kannst, dann mach den Koran auf und verstehe ihn. Guck, was er von dir möchte. Ich habe euch ein paar Empfehlungen gegeben, aber am Ende wisst ihr besser als ich, was für euch am besten ist. Versucht,
in dieser Zeit eure Gottesdienste aufrichtig zu machen und versucht doch den Zikir, also das Gedenken an Allah und das Erwähnen Allahs öfter zu machen. Abends bevor ihr schlafen geht oder wenn ihr auf der Straße seid oder wenn du gerade nichts zu tun hast, setz dich hin und gedenke Allah, denn das ist sehr wichtig. Ich möchte euch noch einen Rat geben, bevor wir den Vortrag beenden. Hört auf die Empfehlung der Bundesregierung und denkt nicht, dass ihr jung seid, euch nichts passiert. Es kann jeden von uns treffen. Darum, das Wichtigste, macht bitte Bittgebete für uns und für alle Menschen. Es gibt Menschen, die krank sind, die brauchen diese Bittgebete. Versucht hilfsbereit zu sein und macht immer wieder die Dua an Allah, damit wir am Ende diese Prüfung bestehen. Möge Allah uns dabei helfen. Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal. Ist gut so? Du hast was vergessen. Ach so. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und nicht vergessen, wir sehen uns am Sonntag beim Livestream.